Angabe von unten, Schläge aus allen Richtungen und ganz viel Volley. Willkommen beim Paddle Tennis, eine Trendsportart, die mittlerweile auch Österreich überrollt, ursprünglich aus Südamerika und Spanien. Also ich bin selber auch Spanier, wohne seit 2 Jahren in Österreich und in Spanien ist Paddle mittlerweile größer als Tennis, zweite Sportart nach Fußball, weil Paddle einfach ist. Jeder kann gleich Spaß haben, lange Ballwechsel spüren und deswegen ja, ist es schnell gewachsen. Paddle ist eine Mischung aus Tennis und Squash. Die Regeln und die Zielweise sind fast gleich wie im Tennis. Der Platz allerdings deutlich kleiner, mit Glaswänden hinten und an den Seiten. In Wels gibt's jetzt die erste Paddle-Song. Das ist wirklich lässig am Paddle und das traue ich mir sagen, weil ich sehr viele Sportarten schon probiert habe. Es ist super einfach zum Erlernen und egal wer kommt, es hat jeder sofort einen Spaß dabei. Das heißt, du kommst her mit deinen 3 Freunden, hast du nie gespielt. Kommst her und du hast sicher super Ballwechsel und es hat jeder gerade dabei. Auch was sehr cool ist und was uns besonders taugt, auch bei den Mädels sehr beliebt, weil du einfach diese Kluft wie beim Tennis, da brauchst du einfach diese 4-5 Trainerstunden, bis es mal Spaß macht. Beim Paddle komm her, spür und du hast einfach eine Riesengaude. Der blaue Boden ist ein Kunstrasen, der Ball etwas leichter als beim Tennis. Der große Unterschied zur Muttersportart ist vor allem der Schläger. Grundsätzlich ist ein Paddelschläger also eher kleiner als ein Tennisschläger. Die Löcher sind da, weil wir sehen können, keine Bespannung. Das heißt, man muss schon ein bisschen mehr durchziehen. Aber das ist auch so, weil die Paddelplätze eher kleiner sind im Vergleich mit einem Tennisplatz. Und man braucht hier einfach auch weniger Geschwindigkeit. Du kriegst nie so einen Druck auf den Ball. Und im Endeffekt, das Wunderbare dabei ist, du spielst gemeinsam mit der Bande. Das ist so ein Mittelding zwischen Tennis und Squash. Du siehst der Gitter auch noch dabei, das heißt, Ball übers Gitter als auch übers Glas kann gespielt werden während dem Ballwechsel. Das Gitter brauchst du dann für den Aufschlag selbst. Und das Schöne ist, wie beim Squash eben, du kannst übers Glas wieder auf die andere Seite rüberspielen. Reservieren geht online unter www.paddlezone.at.